Hallo, ich bin Alex vom Wilde-Möhre-Team und ich habe heute Andrea vom Heldencamp hier bei mir. Wir haben seit einiger Zeit auf unserer Webseite ein paar Tickets, die heißen Gutes tun. Manche haben es vielleicht schon gesehen und sich auch gefragt, was steckt eigentlich dahinter. Das sind drei Ticketarten. Einmal geht es um Flüchtlinge, es geht um Anwohnerprojekte und eben dieses Heldencamp. Und Andrea wollten wir heute einladen, um mal zu erklären, was das Heldencamp eigentlich ist. Vielleicht kannst du damit schon starten. Was ist denn das Heldencamp eigentlich? Das Heldencamp ist gegründet aus der Idee des Vereins Wir können Helden sein, der sich für junge Erwachsene mit und nach Krebs einsetzt. Und wir veranstalten so Event- und Konzertreisen seit letztem Jahr. Also wir sind noch relativ jung. Und ja, dann hatten wir halt die Idee, dass man, wenn man auf so ein Event geht, dann auch so als kleine Gruppe geht, damit man so ein bisschen die Gemeinschaft stärkt. Und daraus ist dann halt die Idee des Heldencamps entstanden. Und warum ist das eigentlich wichtig, dass es sowas gibt wie das Heldencamp? Was haben Leute erlebt, die so eine Krebstherapie machen mussten? Ja, erstens wird man ja durch so eine Diagnose ziemlich aus dem Leben gerissen, egal wie jung oder alt man ist. Aber wenn man halt so jung ist, so ab 18, Mitte 20, Anfang 30, dann ist man halt irgendwie gerade noch in seiner Planungsphase, baue ich eine Familie auf, baue ich mir ein Haus, keine Ahnung. Und auf einmal ist halt dieses Wort Krebs da und du wirst erstmal isoliert. Ziehst dich zurück von deinen Freunden aus dem kulturellen Leben und verlierst halt so ein bisschen auch den Bezug zum richtigen Leben. Du bist halt erstmal dran, mit dem Leben zu kämpfen. Also du bist dann eigentlich für dich allein und dann ist man sicherlich dann im Krankenhaus auch eine Zeit lang. Und vielleicht kannst du beschreiben, wie das ist, wenn man vielleicht diese Therapie dann erlebt hat und da rauskommt. Wie ist die Situation dann für jemanden? Ja, also meist ist man erstmal leicht traumatisiert, sage ich jetzt mal so. Also wie nach einem schweren Unfall, dass man halt erstmal verarbeiten muss, was da gerade passiert ist. Und dann kommt noch hinzu, dass halt die finanzielle Situation nach so einer Erkrankung bei vielen ziemlich schwierig ist, weil man halt auch aus dem Berufsleben gerissen wurde, nicht mehr arbeiten kann, erstmal ewig krankgeschrieben ist und halt dadurch auch nicht mehr viel erleben kann und sich auch zurückzieht. Okay. Wie bist du zu Heldencamp gekommen? Ich selbst bin die Gründerin von Wir können Helden sein, weil ich auch selbst zweimal an Krebs erkrankt bin und halt auch selbst gespürt habe, wie ich mich zurückgezogen habe und dass ich nicht mehr dieselbe war wie vorher. Und als ich dann das erste Mal zu einem Konzert eingeladen wurde von Freunden, da habe ich gemerkt, wie wichtig Musik und Feiern und Lebensfreude ist, um halt zu merken, wie schön das Leben sein kann, nach so einer Erkrankung trotzdem noch. Also man findet dann so ein bisschen wieder zurück ins Leben durch diese Veranstaltung, wo man vorher dann einfach nur bei sich war und diesen Kampf gekämpft hat. Genau, also man hat das, also wenn man erkrankt ist, dann denkt man ja an sowas gar nicht, also Konzerte, wozu? Ja. Und wenn man dann aber wieder ein paar Monate raus ist und ins Leben finden will, finde ich schon wichtig, dass Musik und gemeinsame Erlebnisse halt Lebensfreude wieder... Absolut. Wie können unsere Gäste das denn unterstützen? Ja, ihr hattet ja die super Idee, diese Tickets für verschiedene gute Zwecke zur Verfügung zu stellen. Und es gibt dann das Heldencamp-Ticket. Und dadurch unterstützt man halt unsere Heldencamp-Aktion und unser Vorhaben, halt bei euch dabei zu sein. Cool. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man euch unterstützen kann oder eine Information für unsere Gäste oder sowas? Ja, auf dem Festival selbst ist eigentlich, braucht man nichts beachten, einfach nur ganz normal mit uns umgehen. Wir werden wahrscheinlich auch unsere Helden-T-Shirts anhaben, aber einfach mit uns zusammen feiern und wir haben halt eine Homepage und da kann man sich über uns informieren. Und wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Ideen oder Leuten, die uns halt auch tatkräftig unterstützen wollen. Es ist nicht immer nur eine Sache der Spende, sondern auch der Zeit, die uns gespendet wird sozusagen. Super. Okay, dann hoffe ich, hat das Interview euch genauso gefallen wie uns und ihr findet das auch unterstützenswert. Würde uns freuen, wenn ihr euch daran beteiligt. Bis bald. Bis bald. Tschüss.